Willkommen! In diesem Video lernen Sie Karl-Heinz Flexi kennen, der mit dem Göttinger Katalog didaktischer Modelle eine systematische Übersicht über Unterrichtsmethoden geschaffen hat. Karl-Heinz Flexi wurde am 7. März 1932 geboren und starb am 16. Februar 2010. Über Flexis Jugend ist nichts bekannt. Nach seinem Abitur arbeitete Flexig zunächst im Bergbau, studierte dann Anglistik, Romanistik, Pädagogik und Philosophie und wurde nach dem Staatsexamen 1956 Gymnasiallehrer. 1960 wechselte er als wissenschaftlicher Assistent an die Universität Göttingen. Die Promotion erfolgte 1963. Danach war er zunächst in der universitären Weiterbildung tätig. 1968 wurde er auf eine Professur an die Universität Konstanz berufen. 1971 wechselte er als Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Hochschuldidaktik an die Universität Hamburg. 1975 nahm er einen Ruf auf eine Professur für Pädagogik an der Universität Göttingen an. Prägend für Flexig war der Zweite Weltkrieg, der anschließende Kalte Krieg und die Zeit des Wiederaufbaus. Der oft als Wirtschaftswunder bezeichnete erfolgreich verlaufende Wiederaufbau in Westdeutschland führte ab der Mitte der 1950er Jahre zu einem Arbeitskräftemangel. Auf diesen Arbeitskräftemangel reagierte Westdeutschland im Bereich der Einfacharbeitsplätze, etwa im Bergbau oder in der Stahlindustrie, durch die Anwerbung damals so bezeichneter Gastarbeiter. Die Arbeitsmigranten in Westdeutschland kamen zunächst aus Italien und Spanien, später auch aus der Türkei. Die 1950er und 1960er Jahre waren darüber hinaus durch einen erheblichen Technikoptimismus geprägt. Der Aufbau der noch nicht als schädlich geltenden Atomkraftwerke, die Mondflüge, die Entwicklung von Großrechenanlagen und die Verbreitung des neuen Massenmediums Fernsehen wurden oft als auf- und anregende Entwicklung begrüßt. Sowohl die Migration als auch der Technikoptimismus spiegeln sich in den Arbeiten von Flexig wider. Diese Position ist auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und dem sogenannten Sputnik-Schock zu sehen. Am 4. Oktober 1957 war es der Sowjetunion vor den USA gelungen, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern. Neben dem Umstand, dass die Sowjetunion damit demonstrierte, dass Interkontinentalraketen verfügbar waren, stellte der Start des Sputniks den Glauben des Westens an seine technologische Überlegenheit in Frage. Im Kontext des Kalten Krieges unternahm der Westen daraufhin erhebliche Anstrengungen, um die verloren geglaubte technologische Überlegenheit zurückzugewinnen. Zu diesen Anstrengungen gehörte die Intensivierung der militärischen Forschung in den USA. Zur Etablierung des militärisch-universitären Komplexes in den USA wurde die Advanced Research Projects Agency oder kurz ARPA gegründet. Die APA entwickelte zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Militär und Universitäten das ARPANET, das dann später zum heutigen Internet geworden ist. Technologie war vor diesem Hintergrund nicht nur positiv besetzt, sondern auch als politisches und ökonomisches Machtmittel insofern neu positioniert worden, als dass nicht nur eine herrschende Elite wirksame Waffen zu entwickeln hatte, mit denen dann die Bevölkerung in den Krieg geschickt wurde, sondern die Bildung der breiten Bevölkerung zu einer Art Waffe im Kalten Krieg wurde. Mit dem Argument, dass der Westen sich gegen den als außerordentlich gefährlich geltenden Kommunismus verteidigen muss, wurde nicht nur das Wettrüsten mit Bombern und Raketen begründet, sondern auch das Anheben des durchschnittlichen Bildungsniveaus der Bevölkerung legitimiert. In seinem Aufsatz zur technologischen Wende in der Didaktik verbindet Flexig nun diese Strömung, indem er eine Technisierung der Didaktik vorschlägt. Unterrichtende Technologie sollte den Lehr- und Fachkräftemangel beheben und den Unterricht allgemein verbessern. Die Idee der Technisierbarkeit in der Didaktik schloss dabei an Grundlagen und Entwicklung in der Informatik und der Informationswissenschaft an.
Zu den Grundlagen der Informatik gehört das Problemlösen mit Hilfe von Algorithmen. Zu den Entwicklungen in der Informatik gehörten neben der Vernetzung von Computersystemen vor allem Dialogsysteme und Hypertexte. Im Mittelpunkt der Informationswissenschaft steht die Frage nach der Organisation von Wissen im Interesse der Wiederauffindbarkeit. Zu diesem Zweck wurden unter anderem Beschreibungssprachen entwickelt. Diese Konzepte nutzte Flexig, indem er eine Beschreibungssprache für didaktische Modelle entwickelte, die dann für die Entwicklung des Göttinger Katalogs didaktische Modelle genutzt wird. Flexig entwickelt auch das metadatenbasierte didaktische Planungssystem CEDIT, das didaktischen Planerinnen und Planer bei der didaktischen Planung unterstützt. Karl-Heinz Flexig lebte von 1932 bis 2010. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er zunächst als Bergarbeiter tätig, wurde dann Lehrer und später Professor für Hochschuldidaktik. Er gilt auch als Begründer der interkulturellen Pädagogik. Sein Leben war geprägt durch den Kalten Krieg, das Wirtschaftswunder in Deutschland und den Technikoptimismus der 1950er und 1960er Jahre. Bekannt wurde in der Didaktik vor allem sein Aufsatz zur technologischen Wendung in der Didaktik und der von Flexig gemeinsam mit Haller entwickelte Göttinger Katalog didaktischer Modelle. Die Frage, welches durchschnittliche Bildungsniveau aus Sicht der herrschenden Elite für das Bestehen in der weltweiten ökonomischen Auseinandersetzung, in der wir uns derzeit befinden, für erforderlich gehalten wird, wird selten gestellt. Es ist aber relativ offensichtlich, dass in einer weltweiten ökonomischen Auseinandersetzung, in der die Bildung der Bevölkerung als wesentliches Kapital gesehen wird, die Frage relevant wird, wie mit minimalem Einsatz von Mitteln ein maximaler ökonomischer Effekt erreicht werden kann. Da die Bildung der breiten Bevölkerung relativ teuer ist, spielen hier schnell erhebliche Kosten hinein. Es geht also darum, genau so viele Menschen genau so gut auszubilden, dass der eigene Vorteil in der internationalen Konkurrenz gesichert werden kann, aber eben nicht mehr. In Studien wurde festgestellt, dass ca. 20% der potenziell arbeitsfähigen Bevölkerung schlicht überhaupt nicht benötigt werden. Diese müssen vor allem ruhig gestellt werden. Das wird mit Hilfe der Kulturindustrie erreicht. Dann wird eine breitere Masse an vor allem arbeitswilligen Menschen benötigt, die fleißig, pünktlich und zuverlässig die aufgetragenen Arbeiten übernehmen. Dafür ist das Schulsystem, aber auch technologische Systeme gut geeignet. Zuletzt wird eine Elite von ca. 10% benötigt. Diese Elite reproduziert sich im großen Umfang selbst, kann aber auch durch Selektion erzeugt werden. Interessant ist vor diesem Hintergrund die ökonomische Make-or-Buy-Überlegung. Neben der Option, eine Elite in einer Nation zu erzeugen, ist es natürlich möglich, die benötigten Ressourcen einzukaufen und etwa gut ausgebildete Menschen aus anderen Ländern anzuwerben.